Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Eine neue Episode My Time at Porsche in unserem Format Let's Play. Ich bin mittlerweile bei Tag 26, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, für heute hatte ich tatsächlich mal einen Plan zurechtgelegt. Und zwar die zweite Ruine. Denn wir brauchen diesen Silikonchip, den wir da ja bekommen haben. Nichtsdestotrotz natürlich erstmal die Morgenroutine. Es läuft alles noch 8 Stunden. Okay, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich würde das jetzt einfach erstmal so laufen lassen. Das läuft auch noch 10 Stunden. Das läuft natürlich nur noch 11 Minuten. Da warte ich nochmal kurz ab. Ich glaube, ich würde die einfach laufen lassen jetzt erstmal. Und mache die einfach später nochmal neu an. Dann würde ich jetzt gleich erst in die Ruine gehen. Ach, wobei, eigentlich müsste auch. Ach, man muss hier immer so vieles direkt am Anfang machen. Machen wir hier nochmal 10 Stück. Habe ich jetzt 10 Stück in Auftrag gegeben? Ja. Okay. Dann packen wir nochmal kurz den Kram weg. Inventory muss leer sein. Für die vielen Schätze, die wir gleich finden werden. Was mache ich denn hier in der Holzkiste? Hier wollte ich eigentlich gar nicht sein. Da wollte ich hin. Zack. Was? Ach, die gehören da schon wieder nicht rein. Was ist denn? Ich bin da auch echt eine Schlampe, muss ich sagen. So. Und die Barren gehören natürlich in diese Kiste. Dann haben wir hier nochmal. Das ist aber doch schon das fertige Produkt, oder? Ja, Leder ist auf jeden Fall ein fertiges Produkt. Wieso habe ich jetzt die Kupferbarren noch im Inventory? Was soll das? Warum? Wieso? Weshalb? Nein, das ist nein, das ist auch die falsche Kiste. Das ist die richtige Kiste. So, wir haben dann Ausrufezeichen in der City. Ja, wir haben auch schon wieder Post natürlich. Okay. Alles klar. Lautsprecher und Ghetto Blaster. Dann wollen wir mal eben kurz schauen, wo man den bauen kann. Ich bezweifle irgendwie, dass das auf der Montage Station ist. Doch, tatsächlich. Okay, das ist natürlich relativ chillig. Und das ist eigentlich auch relativ chillig. Lederhorn zweimal. Blaues Leder. Kleiner Silikonchip. Okay, also es wird langsam auf jeden Fall etwas umfangreicher, muss ich sagen. Blaues Leder, können wir gleich mal gucken. Ich denke mal, das wird hier nicht hergestellt werden können. Naja, können wir wahrscheinlich, wenn wir die nächste Textilmaschine bekommen, können wir das wahrscheinlich in Auftrag, in Angriff nehmen, meine ich. Nicht in Auftrag nehmen. Wir brauchen aber auch mal wieder ein paar Discs. Also wir brauchen eigentlich alles. Das ist hier der helle Wahnsinn. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, ein paar Bürgergespräche. Oh Gott, mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Moin Moin! Ich verstehe es einfach nicht. Ah, ein Minuspunkt für My Time at Porsche, ganz klar. Alles klar. Gute Dame. Isaac, moin. Eine kleine Unterhaltung. Ja, gut. Habt ihr mir irgendwie alle mehr oder minder das Gleiche gesagt? Hier denn so viele Ausrufezeichen? So. Oh, so schwer der. Alles klar, erledige ich auch für dich. Dann gehen wir mal kurz in die Handelsgilde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da wieder so ein bisschen Sachen überprüfen müssen. Das ist ja dieses kleine Minispiel. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ist diese Woche auch wieder am Laufen. Dann machen wir das nochmal direkt. So, da auf jeden Fall schon mal. Da auf jeden Fall schon mal. Hat sich schon erledigt. Ah, ein Fehler. Ich hatte aus Versehen einmal draufgeklickt. Das war von mir so nicht geplant. Hier ist auf jeden Fall was verkehrt. Und da scheint auch noch was verkehrt zu sein. Dann ist hier auf jeden Fall was verkehrt. Und da ist auch noch was verkehrt. Ja, gut. Ja. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich kann mal kurz aufs Workshop-Ranking gucken.
Ah, ich hole langsam auf. Also ich habe auf jeden Fall den Alan Carter, den habe ich auf jeden Fall abgehangen. Der war letztes Jahr, ach Quatsch, letztes Jahr, letzte Woche noch deutlich näher an mir. Und ich nähere mich Higgins. Ja, natürlich Werkstatt Level B, klar, der kriegt jetzt auch nochmal geilere Aufträge. Aber wir nähern uns. So, was haben wir hier nochmal? Es werde Licht. Ja, nehme ich an. Also jetzt, ja, mal gucken. Müsste ich mir schon fast eine Liste anfertigen, so quasi Papier- und Stiftmäßig, damit ich überhaupt kapiere, was wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Wir schauen uns mal kurz die Mission an, die jetzt aktuell vor uns liegen. Wir haben immer noch den Töff-Töff-Transporter als Auftrag. Wir haben immer noch die Aufzugssteuerung, wofür wir ursprünglich in die Mine wollten. Jetzt haben wir ja gerade quasi zwei Gründe. Djangos Schwert müssen wir fertigen, das können wir nachher noch kurz machen. Banner, Baum. Es werde Licht, Straßenlaternen. Okay, es kommt einiges auf uns zu. Ich würde sagen, wir machen jetzt nichtsdestotrotz erstmal die Mine. Da habe ich auch noch ein Ausrufezeichen vor mir. Das sollte ich mir natürlich auch noch mal kurz schnapporen. Wenn ich da überhaupt noch eine Quest bekommen kann, das ist natürlich immer so eine Sache. Okay, ist im Haus. Eventuell. Ja, Dr. Xu. Ever since the water's been polluted, people here have been getting ill. Is there anything I can do to help? Okay, nächste Mission, alles klar. Wo finde ich die? Zurück. Da, Bauernladen. Gruselhöhle. Töff-Töff-Halte. Durch die Frage, wo ich die Bambus-Papayas herbekomme. Eingezeichnet. Nein. Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist kein Problem. Ich bin gerade überlegen, muss ich hier hoch? Ich glaube, hier bin ich auch nicht hochgelaufen. Hier war eine geile Serpentine hier. Ja, da muss ich hin. Ey, mein Arlo. Das bin ich mein bester Freund. Also anscheinend hat das Spiel aktuell ein Problem mit den Dialogen, die man dann, ja, mit denen quasi bequatscht. Die sind anscheinend irgendwie alle auf Englisch. Ich muss noch nicht neu bezahlen, das ist auch schon mal nicht schlecht. So, dann mal die Spitzhacke ausgepackt. Ich glaube, das ist auch schon die letzte Spitzhacke. Also von daher. Nein, falsche Taste. Ach gut, den Montageindex gibt es da auch. Sehr schön. Glaube ich, da eventuell jetzt nochmal. Da war eine Kugel. Perfekt. Und gleich die nächsten darunter. Sehr schön. Wobei es jetzt tatsächlich auch gar nicht so sehr auf diese Kisten ankommt. Also die Boni, die man dadurch bekommt, die sind natürlich schon sehr cool. Aber unser erstes oder Hauptanliegen ist auf jeden Fall, die Discs zu bekommen. Da sind wir momentan wieder. Was habe ich denn da für komische Bücher im Inventory? Okay, das sind noch die. Mal direkt lesen, dass die nicht so viel Platz wegnehmen. Genau, die Datendisks brauchen wir auf jeden Fall. Gut, alte Teile gehen natürlich auch immer, da wollen wir auch nicht drüber reden. Aber tatsächlich jetzt halt auch mal diesen Silikon-Prozessor. Weil ich mir da ziemlich sicher bin, dass es das ein Silizium-Prozessor sein müsste, aber gut. Ein gigantisches technisches Verständnis, von daher wollen wir uns aber nicht beschweren, dass die es dann wahrscheinlich verkehrt gemacht haben. Da ist auf jeden Fall nochmal Eisen. Eisen brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht unbedingt. Da müssten noch so knapp 300 Erz auf Lager sein. Und ich denke mal, so den einen oder anderen Erzbrocken werden wir hier heute auch nochmal abfarmen können. Hoffe ich. Das sieht gut aus. Na gut. Sah nicht schlecht aus, aber es ist halt auch nicht gut gewesen. Ja, nochmal ein bisschen Eisenerz. Und dann geht's straight zur nächsten Kugel. Also ihr seht ja schon, die haut jetzt schon echt ordentliche Löcher hier in die Wand rein, die Spitzhacke. Brillenglas, das ist natürlich mal wieder kompletter Crap. War eigentlich nicht, mich nach oben zu buddeln, aber
Dat Mut! Na, eine Trommel. Ja, großer Eiseneimer sogar nur. Ich hätte doch gedacht, das wäre vielleicht noch irgendwie was von diesem Soldatending. Aber es ist nur ein großer Eimer. War immer noch nicht herausgefunden, was genau ich damit anfangen soll. Also ich werde auch, denke ich mal, in naher Zukunft mal so die ein oder andere Internetseite aufrufen. Es gibt auf jeden Fall ein Wiki für die My Time at Porsche Folgen. Und ich muss gestehen, dass es jetzt doch langsam etwas komplexer wird. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, immer Ewigkeiten mit den Gegenständen durch die Gegend zu rennen, bis ich mal irgendwann checke, wofür die sind. Ganz zufällig. Deswegen würde ich dann sowas einfach immer mal kurz gucken. Müsste mir vielleicht mal eine kleine Liste schreiben, weil das ist ja doch jetzt mittlerweile echt eine ganze Menge. Na gut. Das werden wir schon schaffen. Haben wir da? Soldat mit Glanze. Also es läuft längst nicht so erfolgreich, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Also Datendisk kommen ganz gut rein. Das war jetzt, glaube ich, schon unsere siebte, die wir jetzt gerade gefunden haben. Ja gut, mit Steinen kann ich mich mittlerweile totwerfen. Und gucken wir die... Ah, okay, alles klar. Ich kann noch dran denken, nicht, dass das verloren geht. Ja, die Brillengläser sind natürlich auch kompletter Nonsens. Also zumindest glaube ich das, wie gesagt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wofür man die eventuell braucht. Den mal zuerst. Oder gibt es vielleicht sogar noch einen, der noch ein bisschen näher ist? Nee. Dann nehmen wir den. Ja, wir buddeln uns hier munter von Kugel zu Kugel. Aber wie gesagt, so richtig ergiebig ist das Ganze hier nicht. Ich müsste ganz gleich auch noch mal gucken, ob ich eventuell den Silikonchip vielleicht irgendwie herstellen kann. Das ist nochmal ein industrieller, ein kleiner Motor müsste das sein. Ne, doch ein industrieller. Dann gibt es wahrscheinlich in der anderen nur die kleinen. Kann natürlich auch durchaus sein, dass es auch die Silikonchips nur in der anderen gibt, aber ich meine, die gab es erst ab dieser Höhle. Also ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen, aber... Wäre natürlich schön, wenn jetzt eben mal der Beweis kommt, dass ich damit recht habe. Schmiermittel. Schmiermittel ist auch okay. Ich brauche auf jeden Fall gerade noch irgendwo eine Kugel. Gut, SP gehen auch langsam wieder zur Neige. Wir sind schon wieder bei 17 Uhr. Also ich denke mal, wir machen hier heute auf jeden Fall die SP leer in der Höhle. Ich guck mal eben kurz, was der Eisenstand sagt. Ja gut, Eisen gab es jetzt eigentlich fast gar nicht. Waren halt so ein paar Materialien, die ich da so dazu gefarmt habe. Aber jetzt auch nichts Dramatisches. Da würde ich mit der Eisenader hingehen. Jetzt haben wir mal eine große Eisenader. Ah, da haben wir wieder eine lilane. Sehr schön. Da werden wir uns auf jeden Fall noch hinbuddeln jetzt gleich. Das müsste mit den SP auch ausgehen. Diese versteckten Räume, die sind eigentlich immer ganz cool. Auch wenn die Belohnung, die es da drin gibt, jetzt auch nicht wirklich outstanding sind. Das ist ja doch eher so. So. Habe ich mir schon fast gedacht. Dann gehen wir mal in den verlassenen Raum. Schwert direkt ausgewählt. Ja, Level 1. Also es kann natürlich auch sein, dass ich es jetzt verballert habe, aber ich meine, man kann bei diesem Spiel keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Also bitte, Pythia, bitte, führt einen Schwierigkeitsgrad ein und überarbeitet nochmal kurz das Kampfsystem, weil das ist echt langweilig. Also dieses überhaupt nicht herausfordernde, ich meine, ich kann da jetzt natürlich mit einem Holzschwert ankommen und da irgendwie so eine künstliche Schwierigkeit schaffen, aber ich finde, das ist jetzt auch irgendwie nicht so unbedingt Sinn der Sache. Von daher wäre es schon ganz cool, wenn da auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden würde. Das finde ich ein bisschen schade. Ich mag den Kampf eigentlich auch immer ganz gerne. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr 100%ig zufrieden mit der Wahl meines ersten Spiels für ein Let's Play. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß, ja, gar keine Frage. Aber ich habe dann doch auch ganz gerne ein bisschen mehr Action. Also so dieses super chillige ist halt schon ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz mag ich es halt gerne spielen, von daher werde ich es auch erstmal weiterspielen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da in naher Zukunft vielleicht mal irgendwie was anderes kommen wird von meiner Seite. Ich glaube, die Soldaten waren in der Kiste.
Soldat mit Klinge. Klinge. Eulenuhr ist in der Nachbarkiste. Axt. Zepter. Axt. Dann. Ne, da ist noch einer. Dann, nee. Zepter. Oh Gott, es gibt vier Soldaten. Hilfe. Eulenuhr war hier. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich es zusammen habe, aber. Leider nein, leider gar nicht. Kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Boah, so viel Stein, der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Pack den Sand auch hier mit rein, damit ich hier in der Kiste noch einen Slot frei habe. Weil letzten Endes brauche ich den Sand ja wahrscheinlich auch nicht so oft. Na komm. So, Metalle rein, die Linsenschleim, das sind nochmal. Das Zeug kommt natürlich auch noch hier mit rein. Der Püscher, also was hat denn der wohl auf sich so? Und da bin ich mir auch noch immer nicht sicher, was man mit den Dingern macht. Das müsste ich vielleicht auch mal irgendwie. Ach so, okay. Ausdauer plus 6. Gut, stelle ich mir jetzt erstmal rein. Ist jetzt natürlich nicht ganz so mega dramatisch. Der Bonus, von daher. Und so noch. Ja, wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, was ich damit machen soll. Brillengläser kommt mit rein. Der Plüschhase kommt gleich ins Häuschen. Ach, guck, da oben haben wir noch. Ich wollte mir auch noch dazu packen. Dann machen wir das mal so. Der Kokon kommt rein. Holz haben wir auch aktuell noch genug. Jetzt kann ich nämlich mal noch kurz den Eisenstand abfragen. Ah, 300, das ist auch noch in Ordnung. Hier kann ich auf jeden Fall gleich bis morgen früh produzieren. Das wären auf jeden Fall 12 Stunden. Ich sammle erstmal alles ein, dann sehe ich mal, was ich brauche. Ich glaube, das ist die schlauere Alternative. So. Was auf jeden Fall hergestellt werden kann, ist nochmal ein bisschen Holzkohle. Da machen wir mal direkt. 10 ist eigentlich schon fast zu wenig. Machen wir mal 15, 12 Stunden. Die sind bis morgen früh fertig. Wir machen noch ein paar Carbonstahlbarren. Dann sind wir dabei 20. Wir können auch noch mal ein paar Steinziegel machen. Machen wir mal 6. Und. Ja, komm. Bronze braucht man eigentlich immer. Das ist so. Das Standardteilchen. Hartholzdielen sind fertig. Sieht ganz gut aus. Ich mache hier noch mal ein paar Holzbretter. Auch nochmal Hartholzdielen. Laufen ist alles gut. Reicht aber jetzt auch, glaube ich, erstmal Stahlplatten. Ja, das Problem ist, ich bräuchte, aber dann sind meine Barren halt wieder weg. Ich finde, das ist immer so ein. Ich kann hier nochmal kurz 3 Bronzeplatten machen, weil so ein bisschen immer so annähern auf jeden Fall. Und immer mal so ein bisschen was produziert. Das Holz kommt hier rein. Nein, du kommst natürlich nicht hier rein. Natürlich Quatsch, du kommst natürlich hier rein. So, was haben wir hier noch? Da ist nochmal das Leder fertig geworden. Machen wir mal das Fell hier noch. So, alles so nach und nach wegproduzieren, das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Dann hat man immer gleich alles auf Lager. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal erstmal das Bronzeschwert. Wir brauchen ein Übungsschwert und ein Verbesserungsset. Das kriege ich heute nicht mehr. Ärgerlich. Dafür ist es zu spät. Wobei der Laden ist draußen. Eventuell kriege ich es doch noch. Ich würde es gleich mal an der Bushaltestelle probieren. Ne, nicht doch dort. Da will ich. Da will ich hin. Umklicken. So. Weil da die Verkaufsstätte für dieses diese Werkzeugverbesserungsdinger, die ist ja hier draußen. Oh. Gut, ist zwar SB, aber es ist anscheinend zu spät für SB, also kriegen wir heute kein Set mehr. Gut, hätte ich auch wahrscheinlich ein bisschen früher gucken müssen. Das sind jetzt natürlich verschwendete 30 Minuten gewesen, aber da wir uns jetzt hauptsächlich in den Menüs befinden werden für die nächsten Schritte, das ist, denke ich mal, egal. Ich würde ganz gerne den Töff-Töff-Transporter weghaben, damit wir den endlich aus dem Loks los sind. Da würde ich mal direkt gucken. Ich glaube, 3 Reifen.
Noch hier drauf gehen. So, den kleinen Motor, egal. Drei Gummireifen, zwei Sitze. So, ich glaube, ich gebe dir mal direkt den Auftrag. Hier nehme ich schon mal alles zusammenzimmern. Weil ich denke, dass ich das Material dafür schon haben müsste. Die beiden Sitze kommen rein. So, wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Motor. 5 Kupferbarren, 5 Glas, 6 Faserstoff. Faserstoff müssen wir auch nochmal wieder einen Auftrag geben und 5 Kupferbarren. Und den kleinen Motor. Nein, da wollten wir hin. Auch schon der letzte kleine Motor. Wird also in naher Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein Trip ins in die kleine Mine, in die kleine Ruine rein, sein, vonnöten sein. Da Sprechdurchfall immer, ne? So, Aufzugssteuerung können wir jetzt noch nicht bauen. Das Bronzeschwert können wir aktuell auch nicht bauen. Deswegen schauen wir mal kurz weiter durch. Den Ghetto Blaster werde ich auch nicht bauen können. Banner und Baum. Dann wollen wir uns die nochmal kurz angucken. Auch hier irgendwo drin? Ne, hier ist es nicht drin. Dann hier runter oder hier ist die Straßenlaterne, da brauchen wir auf jeden Fall Bronze rauf. Da brauchen wir glaube ich auch 2, die könnte ich dann natürlich direkt mal herstellen. Dann habe ich die für morgen quasi direkt fertig. Werde Licht, ja, 2 Laternen auf jeden Fall erstmal. Die fertige ich dann mal direkt an. Holzsofa. Das Banner kriegen wir direkt hin. Für den Baum brauche ich noch einen Kupferdraht. Dann haben wir hier auch mal direkt wieder ein paar. Das Teil werde ich auf jeden Fall heute noch fertig bekommen. Fell ist auch schon wieder fertig. Faserstoff können wir leider nicht machen. Da brauchen wir nochmal wieder ein bisschen abgenutztes Fell für. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz ein paar, ja, ich sag mal, Lamas besuchen. Ich könnte mir auch mal hier diese Falle angucken. Ja, wobei, das habe ich halt auch überhaupt nicht. Nee, das hat sich erledigt. Ich gehe noch mal ein paar Lamas jagen. 2 Stündchen oder so müsste ich ja noch haben. Kriegt man dann auf jeden Fall noch mal kurz ein bisschen Fell. Die sind erledigt. Können wir da auch nochmal rein? Hallo? Lasst mich durch. Aus der Big Boss. Soll ich eigentlich jetzt schon rauskommen? Die dürften gerne einen etwas stabileren Respawn haben. Die schönen Viecher hier. So. Ja, ich denke, viel mehr werden wir jetzt auch zeitlich gar nicht mehr schaffen. Also man kann es natürlich ein bisschen ausreizen, aber ich habe da tatsächlich ein bisschen Schiss, dass ich dann gleich meine Sachen nicht mehr erledigt bekomme und wir dann irgendwann in Ohnmacht fallen. Das möchte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Ich denke mal, jetzt nur, können wir mal ein bisschen Faserstoff anmachen. Das ist ja schon mal ganz gut. Es wird auch langsam mal Zeit für die Erweiterung. Wir sind nicht mehr so weit entfernt, 5000 Golds noch. Man könnte jetzt natürlich einen Tag mal Angeln einlegen, aber ich finde ganz ehrlich, das ist ihm ein bisschen stumpf. Jetzt nicht so legendär. So, der Kupferdraht ist fertig. Das heißt, ich kann hier dann schon mal direkt... Ne, da waren die drunter. Den Baum machen. So, das habe ich auch fertig. Sehr schön. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Aufträge nochmal eben erledigt. Der ist erledigt.
Den werde ich nicht erledigen können, den werde ich ebenfalls nicht erledigen können. Den werde ich morgen erledigen können, der ist erledigt, der ist ebenfalls erledigt. Und da weiß ich nicht, wo ich es herbekomme. Aber das werde ich herausfinden. Ich bin da guter Dinge. Die laufen bis morgen früh durch. Der kann auch noch laufen, das ist auch alles okay. Gut, wir haben es 0:30 Uhr, SP sind fast am Ende und die Folge ist ebenfalls am Ende und ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und der Floschi und ich, wir würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Schaut euch auch gerne unsere anderen Produkte an. Was für ein Blödsinn, unsere anderen Videos, Produkte. Wir haben seit neuestem Realm Royale drin, ist auf jeden Fall auch sehenswert. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.